Ja, wir befassen uns natürlich sehr intensiv mit der Frage, was macht denn Unternehmen smart, agil und disruptiv und wie beschreiten wir den Weg? Wir haben heute viele gute Ansätze gehört und interessanterweise haben meine Vorredner tatsächlich vielleicht den Weg auch vorbereitet für eine These, die wir vor 3 Jahren heftig umstritten gebracht haben, nämlich wir haben gesagt, die Transformation, so wie wir den Prozess sehen, ist für unser Unternehmen ein evolutionärer Prozess, kein revolutionärer Prozess und schon gar nicht ein disruptiver Prozess. Und diese These möchte ich natürlich jetzt im Folgenden etwas untermauern und möchte Ihnen unseren Weg zeigen, wie wir diese Entwicklung für das ganze Unternehmen gestalten und gestaltet haben. Zunächst gibt es eine Arbeitsanweisung für Sie. Bitte folgen Sie der Anweisung. Ja, um Zeit zu sparen, breche ich nach 20 ab. Was ist Ihr Learning? Wie haben Sie sich gefühlt? Also Learning Nummer 1 ist hoffentlich, dass Sie verstanden haben, blau ist die Corporate-Farbe der Firma Lense. Darum geht es aber nicht. Wie ist es Ihnen ergangen? Haben Sie auch gespürt, dass es für unser Gehirn sehr, sehr schwer ist, diesem bildlichen Impuls zu entkommen? Nicht an blau zu denken. Und darum geht es ein bisschen in unserer Hypothese. Bei aller Disruption und Agilität dürfen wir feststellen, dass unser Gehirn nahezu noch in den Mechanismen vor 40.000 Jahren gefangen ist. Das heißt, diese evolutionäre oder revolutionäre Komplexität nicht unbedingt folgen kann. Und ich glaube, das ist die Hauptaufgabe. Wie lösen wir denn bei Lense, wie lösen wir bei anderen Unternehmen in unserer Welt den Spagat, der auf der Seite auftritt zwischen den Gehirnen, die sich sicherlich noch ein Stück weit in diesem, verzeihen Sie mir das Wort, Steinzeit befindet und auf der anderen Seite zwischen einer Technologie, die nahezu exponentiell oder revolutionär wächst. Und wie machen wir dieses Spannungsfeld unseren Kunden begreiflich, unseren Mitarbeitern? Wie nehmen wir diese also mit, ohne sie zu verlieren? Und in welchem Tempo gestalten wir das Ganze? Heute Morgen hat ein Vorredner gesagt, ich kann Ihnen dazu keine Antwort geben. Ich möchte Ihnen sagen, ja, die unglückliche Nachricht ist, es gibt keine Blaupause dafür. Ich glaube aber, und das möchte ich Ihnen demonstrieren, dass jedes Unternehmen, jedes der vielen Unternehmen bereits die notwendigen Mittel an Bord hat. Das ist also die Gestaltungsmittel für diesen Weg, für diese Geschwindigkeit mitbringt. Wie kommt es? Schauen wir doch mal beispielhaft in die Gene der Firma Lense. Wir haben bereits 1947 unser Unternehmen gegründet. Bereits 1950 war die erste Disruption in unserem Unternehmen präsent. Die erste Disruption war, das Unternehmen von einem Maschinenbauunternehmen zu einem Komponentenhersteller zu verändern, fast zurückzuentwickeln. Die zweite Disruption, die unser Unternehmen erfasst hat, war natürlich die Automation der einzelnen Produkte, aber schon bereits in sehr frühen Jahren 2 wesentliche Veränderungen. Nämlich das eine, das Erkennen der E-Mobility und das zweite, und ich glaube, das ist für Sie alle noch ja, nicht mehr überraschend nach dem Vortrag heute Morgen, bereits im Jahr 2000 hat unser Unternehmen eine Veränderung vorgenommen. Es hat ein digitales Start-up mit an Bord genommen. Was will ich Ihnen damit sagen? Veränderungen, die Treiber, die wir heute sehen, die sind nicht neu. Veränderungen für Unterunternehmen, für unsere Unternehmen, liegen schon immer vor. Und ich glaube, dass sich viele der Unternehmen, auch heute im Mittelstand, bereits diesen Veränderungen gestellt haben. Wir haben also vielfach in unseren Unternehmen bereits Erfahrung mit Transformationsprozessen, sodass die heutige Veränderung, die wir gerne als Big Bang formulieren, faktisch für viele nicht unbedingt der Kulminationspunkt ihrer Unternehmensgeschichte sind. Und was würde denn passieren, wenn wir uns auf diese Stärken, die wir haben,
konzentrieren, wenn wir uns auf diese Stärken auch wieder erinnern. So zum Beispiel können unsere Unternehmen auf die Erfahrungen mit dem digitalen Startup Encovate zurückgreifen. Nämlich Erfahrungen, die heißen Try fast, learn fast, fail fast oder in welcher Reihenfolge auch immer. Diese Erfahrung und diese Kultur bedarf es, in das Unternehmen zu nehmen, und diese Erfahrung prägen unser Unternehmen. Und deswegen bin ich sicher, dass eine ähnliche Kultur in vielen, vielen unserer Unternehmen bereits präsent ist. Wichtig ist bei allen diesen Kreuzungspunkten, wie wir es auch auf unserer DNA zeigen, dass sie akzeptieren, dass Veränderungen stattfinden. Das ist der wesentliche Unterschied. Wenn wir akzeptieren, dass Veränderungen etwas Positives darstellen können, dann können wir mit der Kraft dieser Veränderung agieren und auch aus dieser Kraft heraus in die Zukunft gehen. Und so haben es wir auch gemacht. Wir sind selbstverständlich dann nicht nur in smart und digitale Products haben uns verändert. Wir haben auch weitere digitale Startups mit eingegründet ins Unternehmen und gehen heute einen ähnlichen Weg mit New Work Ideen, mit New Workspaces. Das heißt, der Weg ist in vielen Unternehmen bereits einmal vorgezeichnet worden. Wenn Sie Veränderungen als etwas Positives sehen und wenn Sie glauben, damit kann man agieren, dann können Sie vielleicht auch verstehen, dass unsere Anzeige, die wir zum 70-jährigen Jubiläum des Unternehmens geschaltet haben, nämlich Industrie 4.0 seit 1947, nichts Revolutionäres mehr war. Es wurde durchaus im Markt so empfunden. Für uns ist das Thema Industrie 4.0 und die daraus folgenden Veränderungen ein gelebtes Beispiel. Für uns ist es sozusagen ein Teil der Unternehmensgeschichte und stellt am Ende nur das, unser Selbstverständnis, dar. Und Sie können sich dann auch vorstellen, dass die Veränderungen der Evolutionsstufen, die passiert sind, nämlich die Automatisierung und am Ende die Digitalisierung, dass man diese, dass sie unser Unternehmen an die Historie, an die veränderungsbereite DNA ankoppeln kann. Was ist die Folge starker Gene und einer derartigen positiven Einstellung in Hinblick Veränderung? Die Folge ist ein stark aufgestelltes Unternehmen. Wir sind heute als Lenze in 60 Ländern präsent und durften die letzten Jahre ein enormes Wachstum erfahren auf etwa 800 Millionen Umsatz. Und hier kommt noch ein Punkt, der, glaube ich, auch wieder dafür spricht, wie man mit der Frage der Zukunft umgehen sollte. Wenn Sie die Zahl der Gesamtemployees betrachten und Sie betrachten darüber die Zahl derjenigen, die heute bei uns im Unternehmen, die wir als Industrie- und IT-Spezialisten bezeichnen, dann ist diese Zahl der IT-Spezialisten nahezu ein Drittel der gesamten Mitarbeiterschaft. Das muss man wirken lassen. Ein Drittel der gesamten Mitarbeiterschaft befasst sich heute bereits mit den Möglichkeiten der Zukunft. Wir nennen das Vordenker. Vorbereiten auf die Veränderung von morgen und vorbereiten auf das, was der Kunde von uns in der Zukunft erwartet. Also ich glaube, auch hier ein deutliches Learning. Lassen Sie uns die Unternehmen so aufstellen, dass wir auch auf die Dinge von morgen vorbereitet sind. Wozu führt das? Das führt zunächst zu einer unglaublichen Anzahl an, hoffentlich, wir haben es vorhin gehabt, zufriedenen Kunden. An einer Anzahl von Kunden, die das Who is Who in unserer Industrie, nämlich der industriellen Automation und Antriebstechnik sind. Aber ich möchte Ihnen gar nicht die Anzahl der Kunden niederlesen. Ich möchte Ihnen nur zeigen, dass sich für uns aus diesem Thema vom Kunden her gedacht, wir haben heute sehr oft darüber gesprochen, ein wesentlicher Aspekt ergeben hat. Unsere These ist, der Kunde von heute und der Kunde von morgen ist ein Hybrid. Er benötigt die digitalen Tools und die digitalen Lösungen für seine Aktivitäten. Aber er wird weiterhin, und wir haben gerade über Lifecycle Management gesprochen, er wird weiterhin den persönlichen Support benötigen. Digitalisierung ist meiner Meinung nach weiterhin eine gemeinsame Lösung zu schaffen. Digitalisierung bedeutet Kontakt, Verständnis, Lösungen schaffen unter Menschen. Und das ist die These, die wir sehr stark vertreten. Wir schaffen also Tools für die digitale Abwicklung mit dem Kunden, aber wir glauben, das Beratungsgespräch, das Finden der gemeinsamen Lösung, wie wir es heute Morgen auch hörten, nicht das Vorschreiben der gemeinsamen Lösung, ist ein wesentlicher Faktor des Erfolgs, den ich Ihnen zeigen konnte.
Ja, was sind die Learnings aus diesen Fragen? Was sind die Learnings aus den vielen Erfahrungen mit Kunden? Ich möchte Ihnen die Best Practice von Lenze zeigen. Die Best Practice ist Lenze Digital. Lenze Digital, so nennen wir unseren Case, unseren Best Practice und Erfolgscase für die evolutionäre Entwicklung innerhalb des Unternehmens. Unter Lenze Digital haben wir versucht, die komplette Landschaft vom Kunden her zu denken. Das heißt, wie versteht der Kunde unsere Aufgabe und welche Anforderungen hat der Kunde? Gehen wir ganz kurz einen Schritt zurück. Der typische Lenze-Kunde ist der Mittelständler, der mittelständische Maschinenbauer mit 100 bis 200 Mitarbeitern. Wir schätzen, 5% dieser Mitarbeiter sind wirkliche IT-Spezialisten. Auf diesen Kunden kommen von heute ähnliche Anforderungen wie bereits formuliert. Er muss die Digitalisierung beherrschen, er muss Cybersystems beherrschen, er muss Web-based Systems beherrschen, er muss Cloud-Lösungen beherrschen, er muss Security-Fragen beantworten. Ich glaube, wir verstehen daran, es ergibt sich für unseren Kunden ein enormes Spannungsfeld aus den Möglichkeiten, die er selbst hat, aus seinen Spezialisten und aus den Aufgabenstellungen. Und genau hier kommt der Schlüssel für den Erfolg. Wie löst der Kunde dieses Spannungsfeld und wie können wir ihm als Anbieter helfen? Dieser Schlüssel ist das Bilden von Partnerschaften und von Netzwerken. Und ein derartiges Netzwerk und eine derartige Plattform für Austausch bieten wir ihm mit unserem Digital Innovation Lab, das wir in Bremen positioniert haben. In diesem Digital Innovation Lab arbeiten Kunden und unsere Spezialisten gemeinsam an der Frage, was ist die richtige Lösung, was ist der Value für den Kunden. Der Ort, den haben wir Doc One genannt, sitzt bei Encoway in Bremen, darf ich auch mal kurz Reklame machen und kann jeder von Ihnen besuchen, ist also der Ort, an dem das stattfindet. Es findet statt partnerschaftliche gemeinsame Zusammenarbeit. Und wir sind noch einen Schritt weiter gegangen. Wir haben drei Unternehmen zu einem Unternehmen zusammengebracht unter einem Dach, um unterschiedliche Dienstleistungen, klassische analoge Dienstleistungen, digitale Dienstleistungen, IoT-Dienstleistungen, dem Kunden als einen homogenen Lösungsblock anzubieten. Ich möchte jetzt noch mal eine These weitergehen. Sie sehen Doc One, Sie haben heute sehr viele, ich nenne es mal, Denklabore gesehen. Wir haben uns gefragt, ist es wirklich zielführend, alle diese Denklabore im Unternehmen selbst zu platzieren? Ist es zielführend, die sozusagen fast abgeschlossen im Unternehmensgelände zu haben? Und die Frage haben wir beantwortet, die haben wir sehr radikal beantwortet. Wir glauben, dass Digitalisierung und auch der Prozess dorthin deutlich in der Öffentlichkeit stattfinden sollte. Wir glauben, dass wir als Gemeinschaft Erfolg haben werden, wenn wir nicht nur als Industrieunternehmen zusammenarbeiten, sondern wenn wir die, wie wir es viel wissen, Forschungseinrichtungen mitnehmen, aber auch wenn wir öffentliche Träger und Mittel aktivieren. Quasi Digitalisierung und den Prozess dorthin Kommunikation in der Öffentlichkeit stattfinden lassen. Wir haben also zusammen, und das ist, glaube ich, heute fast die Premiere, wo wir das offiziell sagen dürfen, wir haben den Digital Hub Bremen gebildet, zusammen mit dem Senat, jetzt muss ich es nochmal zusammenkriegen, für Senat für Wirtschaft, Arbeit und Häfen in Bremen. Ich glaube, auch das ist ein interessantes Zeichen. Die Öffentlichkeit, auch die Institutionen denken um. Ja, dies ein Beispiel für Best Practice im Sinne der Zusammenarbeit mit Kunden und mit Öffentlichkeit. Was kann denn Digitalisierung noch? Wir haben sehr viel über Produkte heute gesprochen. Ich möchte gar nicht so sehr auf unser Produkt eingehen. Am Beispiel dieses X4Remote, das ist eine Anbindung, bei dem unsere Kunden ihre Daten, ihre Services in die Cloud anbinden können und dann je nach Bedarf entweder vorkonfigurierte oder tatsächlich individualisierte, skalierbare KI-Lösungen mit uns gemeinsam gestalten können. Wir haben also hier einen Value-Add, ein skalierbares Value-Add-Service, der sich zwischen Hardware, Software und Brainware erstreckt. Ich würde das Ganze ein Projekt nennen, das auch tatsächlich nicht nur zum Kunden hin Value-Add zeigt, sondern, und das ist, glaube ich, das Wichtige an diesen Projekten, im Unternehmen selbst
für mehr Gemeinschaft gesorgt hat. Im Unternehmen war der interessanteste Learn-Prozess. Der Prozess nämlich, wir haben viel gesprochen heute über, wie bringe ich denn die klassische Seniore-Engineering-Welt zusammen mit den neuen verrückten Digitalos, mit den Softwares und mit den Brainies. Und genau dies ist ein Projekt, an dem bei praktischer Arbeit mit dem Kunden, am Kunden, aber auch nach innen genau das gelingen kann. Und dazu möchte ich Sie motivieren, zu verstehen, dass bestimmte Projekte dazu dienen werden, auch in Ihrem Unternehmen die unterschiedlichen Abteilungen zusammenwirken zu lassen. Ja, das alles kann natürlich nicht allein die Lösung sein. Und wir haben heute, glaube ich, viele Aspekte berührt. Ich möchte noch mal auf einen Aspekt eingehen, der mir persönlich enorm wichtig erscheint. Das ist der Aspekt, wie bewegen wir denn unsere Mitarbeiter in diesem ganzen Prozess? Wie nehmen wir diese mit? Und am Ende kann man viel theoretisieren. Die Praxis zeigt es. Und die Praxis heißt: Versuchen Sie, die Mitarbeiter in die Veränderung einzubinden. Versuchen Sie, mit den Mitarbeitern unterschiedlichste Wege zu gehen. Wir im Unternehmen haben verschiedenste Möglichkeiten genutzt. Entweder Self-Experience, würde ich hier sagen, bei der Brille. Experimente, in denen jeder Mitarbeiter selbst Virtual Reality und virtuelle Tools ausprobieren kann. Wir haben unsere Mitarbeiter mitgenommen auf Hackathons, die wir zwischen unseren Mitarbeitern, zwischen den Kunden gemacht haben. Aber am Ende, glaube ich, muss es auch andere Verbindungen geben. Und das sind die Verbindungen, die mir ganz wichtig sind. Digitalisierung findet eben nicht in einem kleinen Think Tank statt. Es findet zwischen den Abteilungen ebenso statt. Das ist der Weg in die Zukunft. Und Sie sehen hier beispielsweise, was ist wichtig? Cross-funktionale Ideen. Und das untere rechte Bild ist für mich eigentlich das Spannendste. Eine Mitarbeiterin, die 50 Jahre im Unternehmen bei uns ist und genauso sich begeistert für die neuen Arbeitsmethoden und Digitalisierung wie unsere Gesellschafter. Digitalisierung und Veränderung ist nicht eine Aufgabe, die der CEO von oben nach unten predigt. Sie wird und sie sollte in allen Köpfen stattfinden. Und alle, die an Erfolg des Unternehmens beitragen können, das heißt am Ende jeder, sollte sich dieser Veränderung im positiven Sinne stellen. Wir nehmen also Mitarbeiter interaktiv mit und wir gehen heute davon aus, dass wir die Winning Culture, so wie wir es nennen, Stück für Stück ausbauen werden und ausbauen können, indem wir unsere Mitarbeiter weiter auf diesen Prozess der Digitalisierung mit integrieren. Ja, lassen Sie mich zum Abschluss kommen. Unser Fazit, unser Zwischenstand heute als Unternehmen: Wir fühlen uns nicht mehr getrieben von den Veränderungen, die um uns herum stattfinden, sondern wir fühlen uns heute in einer Position, in der wir weltweit mit der Idee des Vordenkers Veränderungen antreiben. Disruption und digitale Geschäftsmodelle können ein wertvoller und enormer Wertschöpfungsturbo für uns alle sein, können einen darstellen. Ich glaube aber, wir sollten nicht vergessen, Menschen und die Organisation sind die entscheidenden Faktoren auf dem Weg in die erfolgreiche Transformation. Deswegen lassen Sie mich am Ende auch mit Ihnen nochmal ein Experiment machen. Anstatt der Farbe Blau, denken Sie mal für ein paar Sekunden an Ihr Unternehmen und versuchen Sie nicht an die Mitarbeiter zu denken. Was stellen Sie fest? Ihr Unternehmen ist nicht denkbar ohne Ihre Mitarbeiter. Und deswegen, glaube ich, verstehen Sie auch meinen Abschlusssatz: Sorgen Sie für eine Culture of Change im Unternehmen, die gemeinsam mit der Stärke und mit den Genen Ihrer Vergangenheit sicher und zuversichtlich in die Zukunft schauen kann. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Wendler, für diesen Vortrag, der
so geschmeidig daherkommt, dass man denkt, das ist ja doch alles ganz einfach. Nein, so ist es natürlich nicht, aber ich denke, die Botschaft ist klar. Es ist eigentlich selbstverständlich und wir müssen es als selbstverständlichen Weg auch auffassen. Und dann werden wir auch Wege finden, so habe ich das zumindest mal aufgefasst. Können Sie uns vielleicht noch kurz verraten, in diesem jetzt öffentlichen Digital Hub Bremen, was ist da geplant, was wird da konkret passieren? Ja, Herr Ganze kann uns vielleicht mehr Stichworte geben. Wir haben tatsächlich ein großes Investment getätigt und werden dort ein Ökosystem, ein lokales Ökosystem bilden, in dem wir mit öffentlichen Trägern, mit unterschiedlichen Industrieunternehmen, mit Instituten und auch mit der Universität Bremen das Thema Digital Innovation, Experimente vorantreiben, neue Lösungen, neue Wege finden, tatsächlich sehr viel breiter in die Öffentlichkeit zugänglich machen wollen. Also neue Interfaces, um in der Diktion des Vortrages davor zu bleiben. Erweiterung des Netzwerkes in die Öffentlichkeit. Okay, ja, wunderbar. Ja, vielen Dank. Dann würde ich sagen, nochmal herzlichen Dank für den tollen und sehr ermutigenden Vortrag. Und dann darf ich auch Ihnen nochmal das Buch überreichen. Dankeschön. Super, Dankeschön.